Ja, der Typ ist schon ein Arschloch, oder? Und sein Sprite hier ist so geil. Oh Mann, ey. Okay, mal gucken. Was können die? Okay, die haben keine Schwäche gegen Dolche, schade. Vielleicht gegen den Speer hier. Ah, gegen jetzt der Typ schwach. Guck mal einer am Axt vielleicht. Ja, sehr gut. Das ist schon ein bisschen krass, oder? Was da jetzt abgegangen ist. Dann, ja, hau mal drauf. Vor allem, das mit, okay, da schon das, also schwach gegen Schwerter. Das mit Yusufa fand ich halt vor allem, krass, diese, ja, vor allem, die Voice Actorin, die hat in der Szene richtig guten Job geleistet, finde ich. So, ich muss oben meine Lebensanzeige, im Auge behalten. Der soll jetzt sterben, oder? Nein! Och Mann! Dann aber hier durch. Sehr gut. Okay, aber es sieht noch ganz gut aus bei allem. Ah, du kannst gar nicht, schade. Dann hau hier auch drauf. Verweis. Au! Oh Gott! Holy shit! Okay, du heilst dich bitte selbst. Mit deinem GP-Dieb. Mach ordentlich Schaden, komm. Ja, 170 ist okay. Eine Heilung her. Und du heil jetzt bitte mal Primrose. Dankeschön. Okay, du haust auf den ein. Vielleicht reicht das schon. Ja, okay, nee, die macht kaum Schaden. Okay, das wusste ich jetzt nicht genau. Aber der alte Mann greift schön Helgenisch jetzt an. Das ist ganz gut. Doppelklaps, alles klar. Hau den jetzt bitte weg. Och, wieso denn nicht? Reicht das vielleicht? Dankeschön. So. Ja, ist mir recht. Meinetwegen. Dann hauen wir mit der Axt drauf. Ist das? Nee, keine Schwäche, schade. Dolch vielleicht? Ja, sehr gut. Und bei Sirion das Schwert, wie sieht's da aus? Nicht, okay. Dann war es im Prinzip eigentlich dumm, dass ich jetzt mit Sirion mit einem Schwert angegriffen habe. Aber okay. So, dann machst du jetzt nämlich. Ich kann zwar stehlen. 21%, nee. Das hier, sehr gut, das ist gebrochen. Perfekt. Und jetzt kann ich voll draufhauen. Aber oh, Moment, mach mal hier. Was hast du denn hier? Den Löwentanz macht. Den mal auf. Weil er hat voll viele Punkte. Und ja, kann deswegen jetzt mega reinhauen. Das kann ich mal so viel, wie ich dachte. Aber okay, war schon eigentlich ein Schaden. Sehr gut. So, dann Löwentanz auf Sirion. Okay, oh ja, ist noch nicht mal gelb. Ich habe schon voll drauf gegangen, ist noch nicht mal gelb. Meinetwegen. Dann mach den GP-Dieb. Aber jetzt ist er gelb, alles klar. Ui, ordentlich! Geil! Ich liebe dich, Sirion. Okay, Dolch brauche ich bei dir, okay. Sehr gut, dann hast du drauf. Er ist sogar schon rot, nice. Ah, ganz okay. Und du brichst ihn. Ach Gott, ja, ja, keine Axtschwäche, ich bin so dumm. Ich dachte, er den Axtschwäche, scheiße, das war voll verschwendet gerade. Ich bin irgendwie dumm, keine Ahnung. Moment, nee, er ist stärker. Sehr gut. Dann hau damit drauf, weil das zweimal angreift. Sehr gut. Dann. Guck mal, wie viel die Eiszapfen machen. Nicht so viel, aber es ist auf jeden Fall eine Schwäche. Das weiß ich jetzt. Ja, ruft die Altmann nochmal, komm. Warum nicht? Ordentlich. Macht mehr Schaden als ihr Dolchzeug, deswegen. So. Ist der Angriff runtergegangen?
Sieht so aus oben. Dann mach das mal bitte wieder rückgängig. Geht das so? Ah, jetzt habe ich hier neutralisiert. Guck mal, er ist tot. Vom alten Mann getötet. Das ist auch witzig irgendwie. Oh boy. Ein langes Schwert, ein schwerer Münzbeutel. Geil. Achso, ich dachte, die reden jetzt toll. Ich habe mich mal so zurückgelehnt, um den Dialog zu genießen, diese Synchronisation, und dann mache ich mir einfach so, nee, nein, machen wir jetzt nicht. Du warst immer anders als die anderen. Das Feuer, das in deinen Augen brannte, es war heller als alle anderen. Ich habe in meinem Leben schon viele Mädchen gesehen, aber keines war auch nur annähernd wie du. Du hast mich fasziniert, von Anfang an. Komm schon, Primrose! Won't you dance? One last dance for me? Was ist das für ein Geräusch? Wir sind voll verarscht, weil sie dreht sich so um und er rennt noch mit Messer auf sie zu. Aber er hat es ja nicht geschafft. Ja, noch die Hand bewegt. Ja, übertreib's nicht. Mach nicht so melodramatisch. Stirb einfach, du Pisser. Hast du verdient, du Mistvieh. Oh, der Typ macht mich wütend. Tritt noch drauf, komm, tritt drauf. Und die hier brauchst du jetzt nicht mehr. Die Karte oder was von den Typen? Das Dorf Stillschnee im Norden. Ich wollte ja schon immer mal Schnee sehen. Oh, ich hätte jetzt so hart auf seine Leiche nochmal draufgetreten. Ganz ehrlich, wenn ich Primrose wäre. Das hat der Typ so verdient. Und damit, Meister, ist meine Schuld beglichen, denke ich. Ich komme euch wahrscheinlich jetzt voll krank vor. Aber ganz ehrlich, das ist einfach so ein Arschloch, der Typ. Ich würde einfach ihn zerstören. Yusufa. Endlich sind wir frei, meine Freundin. Und so bricht Primrose vom wandernden Sand auf in ein Land des wirbelnden Schnees, um Rache an den drei üblen Krähen zu nehmen. Wohin dieser Tanz sie führen wird, kann niemand sagen. We will see. Und das alles wird zusammen, alles klar. Okay, das heißt, wir könnten jetzt, wir haben jetzt erst das Kapitel abgeschlossen, ja. Das heißt, wir können jetzt, hier zum nächsten, zu Oberrig, nach Pflastersten. Wo ist denn der nächstes dann? Das müsste ja irgendwo, ja, hier oben sein. Stillschnee, Kapitel 2 von, ja, okay. Ja, das passt, denke ich mal. Okay, ich will jetzt aber hier noch ein bisschen umschauen. Ich bin sogar voll geheilt, sehr schön. Habe ich wahrscheinlich ein Level bekommen. Also als nächstes gehen wir zu Olberbrick, denke ich mal. Kann ich hier noch was haben? Ne, sie hat eigentlich 100, schade. Okay, das Schwert will ich mal ganz kurz angucken. Ist das besser? Ne, schade. Wäre doch ganz cool gewesen. Okay, ich bin jetzt hier kurz vor der Stadt. Alles klar. Dann gehe ich mal kurz, ganz kurz hier rein. Hier müsste es jetzt auch Sidequests geben. Das ist halt so die Sache. Genau. Okay. Und neue Leute zum Reden. Was gibt's heute zum Stehlen? Taschentuch. Sehr schön. Und erkundigen, was hast du mir zu sagen? Schwächlich und verbringt viel Zeit im Bett. Ja. Okay. Und bei dir so? Tröstender Samen. Sehr schön. Erkundigen, was gibt's bei dir? Mutter aus Sonnenschein, ein Kind. Ah, es ist die Mutter von einem Kind, okay. Das sind immer ganz schöne Texte eigentlich.
bei dir so? Was gibt es zum Stehlen? Feuersehnstein. Nein, Fall. Doch, ich komm, ich probier's mal. Oh, schade. Komm, ich will den Dolch haben, ich probier's nochmal. Yes! Geil! Was gibt's bei dir so Schönes? Ein verbotenes Objekt wird freigeschaltet. Okay, Schwertkämpfer am Dienst des Würzes. Und der wird jetzt tot. Also Helgenisch. Er wurde arm geboren und schaut sich den Jungen an einer Diebesbande an. Alles klar. Ja, es ist im Prinzip so ein bisschen wie Sirion. Der ist auch ein Dieb. Aber wir wissen ja nichts zu seiner Vergangenheit. Wir wissen nicht, wieso er eigentlich Dieb ist, sag ich mal. Und so. Okay, was gibt's bei dir Schönes? Zum Stehlen. Ein Eisenhelm. Ach, schade. Was hast du so Schönes? Oh, Kacke. Noch zweimal. Dann lass es jetzt. So, fürsorgliche Frauen eines Mannes in Sonnenschatz. Bla bla bla. Okay. Interessant. Verführen kann ich nicht auch. Will ich das? Nee. So, was hast du so Schönes? Brauche ich nicht. Keine Information. Voller Gedächtnis. Okay, die Arme. Okay. Offene Nähe eines Mannes mit lauter Stimme. Interessant. Wer kann denn das sein? Mann mit lauter Stimme. Keine Ahnung. So, bist du so? Und was hast du so? Oh, nice. Oh, was ist bei dir? Ein reisender Händler, der Gewürze verkauft. Okay. Und verführen. Exotische Gewürze. Nee. Das brauche ich nicht. Kleid der Diva. Dankeschön. Was gibt's hier so Schönes? Verborgenes Objekt, sehr gut. Zu ihrer Zeit die herausragende Tänzerin aller Zeiten. Okay. Im Prinzip so ein bisschen wie Primrose. Okay, haben wir das Objekt gehabt. Mit Silber gefüllter Beute. Ich übergehe die Teilquest. Rühr mich nicht an. Auf Begleitung von einem wie dir kann ich verzichten. Ach, nur nicht so schüchtern, Liebes. Ich zeige dir einen Ort, an dem ich dich auf Wolken bette. Wo ich hingehe, bestimme ich selbst. Vielen Dank, jetzt lass mich los. So ging die Geschichte von Ria zum Streunen geboren. Was gibt's bei dir so Schönes? An ihrer Münzbeute. Dankeschön. Ohne Information. Okay. Bei dir so. Nix, was ich will. Okay. Aber was soll ich jetzt bei der Quest machen, bitte? Journal. Moment. Quatsch, ich brauche die Nebengeschichten. Warte mal. Nee. Hä? Ach, hier. Ja, stimmt. Ja. Ich bin doof. Rühr mich nicht an. Ja, das ist eine tolle Beschreibung. Kann ich viel mit anfangen und so. Die beiden habe ich scheinbar schon gemacht. Und hier haben wir immer noch die. Ja, keine Ahnung. Dann brauche ich bestimmt eine andere Fähigkeit für irgendwie. So, und dann haben wir hier drüben noch eine andere Sidequest. Hier drin oder was? Ja, bei der Tänzerin. Ah, niemand sieht mir beim Tanzen zu. Bla bla bla. Nein, komm. Tanz doch mal. Kleider Diva. Ah, guck mal. Das brauchst du, okay. Zum Tanzen. Oh. Was ist denn das? Dieses Kleid. Es ist wunderschön.
Es ist einfach atemberaubend. Es sieht so aus wie das Kleid dieser großartigen Tänzerin, zu der ich immer aufgeschaut habe. Ein wehmütiger Gedanke. Nachdem ich zum ersten Mal in diesem Wirtshaus war, arbeitete ich verzweifelt daran, so tanzen zu können wie sie. Alles andere war schrecklich hier, aber das Tanzen, das hat mir immer gefallen. Ich tanze jetzt schon seit vielen Jahren und frage mich immer noch, ob ich auch nur annähernd so gut werden kann wie sie. Ein Traum hat sich erfüllt, dieses Kleid zu tragen, das dem ihren so ähnelt. Es ist sogar ihres, aber das wirst du niemals erfahren, denke ich mal. Und auf derselben Bühne zu tanzen. Ich stelle euch mal vor, sie tanzt so auf der Bühne mit dem Kleid, und dann kommt die irgendwann rein und schaut dazu und denkt sich so, ey, das ist doch mein Kleid, das wurde mir doch gestohlen. Ey, geh mal so wieder her, wieso hast du mein Kleid gestohlen oder so? Das wäre voll witzig eigentlich. Oh Mann, ey. So, letzter Auftritt. Wieso letzter Auftritt? Nimm das Kleid und tanz damit für immer. Vielen Dank. Bitteschön. Windamulett. Nice. Okay, wundervoll. Dann haben wir jetzt noch oben die Sidequest, wo ich nicht weiß, was genau ich machen muss. Und ja, das war's eigentlich hier auch schon. Hey, thanks. Okay, das ist relativ cool. Letzten Tanz. Wieso? Wieso letzter Tanz? Mach noch weiter jetzt, wo du das Kleid hast. So, was gibt's bei dir zum Erkundigen? Okay, interessant. Aber führen brauche ich nicht. Was hast du so? Liebe des Lebens. Nee, dafür. Was, nee, das brauche ich nicht. Schläger, der von einem Wirtshaus in Sonnenschatt angehört wurde. Alles klar. Guck und klug zu lernen. Oh Mann. Was kannst du so? Oh, der ist ziemlich stark. Aber 30%. Nee, das ruhig gar nicht erst. Sich trennen. Ah, das kann ich. Ah, okay. Brauche ich aber nicht. Ein verborgenes Objekt. Ist im kalten Norden aufgewachsen und kommt jetzt in so eine heiße Wüste. Alles klar. Oh Mann, ey. So, das müssen wir ja unten irgendwo. Aber ich gehe erst ans Wirtshaus, weil ich will noch da gucken, ob da auch irgendwas ist. Ob manches Sidequest oder sonst was. Guck mal an, habe ich sogar recht gehabt. Was gibt's bei dir so Schönes? Nix, ich möchte. Dieser Mann ist der verlorene Sohn einer reichen Familie. Okay. Alles klar. Da ist ein Wirtshaus. Ah, jetzt ist er der Besitzer ja von. Cool. Das ist interessant. Und da scheint auch gerade, dass es den Tänzerinnen besser geht. Das freut mich natürlich für die Tänzerinnen. Ah, Finus. Sehr schön. Wenn jetzt hier alles super ist. Nächstes, ich möchte. Seht euch das an. Dieser Taugenicht ist unser Ordnungshüter. Er sollte für Ruhe sorgen, wenn die Kunden Krawall machen. Aber anstatt zu arbeiten, trinkt er nur. Sein Lohn schwindet schneller als Körner in einer Sanduhr. Vielleicht würde er seine Aufgabe annehmen, wenn er ihn in den Kampf besiegen würde. Okay, das kann ich mit Ulbrich machen, denke ich mal. Weil Ulbrich kann ja Leute zum Kampf herausfordern, das weiß ich. Der Türsteher. Ja, das kann ich jetzt eher nicht machen. Da brauche ich, wie gesagt, Ulbrich für. Weil, wie gesagt, ich habe von Ulbrich die Geschichte damals in der ersten Demo angefangen zu spielen. Und, ja. Dadurch weiß ich, dass er Leute zum Kampf herausfordern kann. Nichts, was ich brauche. Ein Mann, der seine Tage damit zubringt, drüber nachzudenken, wie man mühelos zu Geld kommt. Okay. Interessant. Bei dir so? Nee, das versuche ich gar nicht erst. Unwiderstehliche Verführung. Brauche ich das vielleicht für die Quest dort oben? Irgendwie. Gehen eher auf. Nee, okay, gehen auf. Okay, alles klar. Gehen eher auf die Verführung ein. Alles klar. Bei dir so. Nein, ganz bestimmt nicht. Bei dir so. Wohnungsobjekt, sehr schön. Okay. Und das ist wo genau?
Hier irgendwo scheinbar. Sehr schön. Guck mal, ich tanze jetzt für euch hier. La, 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 la. Mit einem Altmann im Schlepptau. Das ist auch noch witzig. Okay, Oh, die hat auch noch was. Cool. Habe ich schon mal voll übersehen. Okay. Dann können wir jetzt hier die Quest mit dem Typen erst später machen. Da brauche ich Olverick eben für. Oder Harnett kann, glaube ich, auch. Aber die provoziert er. Die provoziert die Leute und... Ja, dadurch... Ja, kann es auch zum Kampf kommen eben. Okay, gut. Das war, glaube ich, für heute genug. Für den Part. Im nächsten machen wir dann weiter. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich jetzt hier oben irgendwas machen kann bei dir. Nee. Hier geht auch nichts, okay. Was gab es hier nochmal Schönes? Achso, den Mist. Mist. Okay, gut. Im nächsten Part von Octopath Traveler geht es dann weiter. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Hat heute sehr viel Spaß gemacht. Bis dann und ciao. Euer B-Road. Tschüss.